wie ihr ja im letzten Video mitbekommen habt, bin ich jetzt gerade dabei, meine ganzen wirklich totgeglaubten Akkus alle mal wieder ein bisschen zu beleben mit Reed-Switch. Und bei diesem Beleben, hiermit werden sie dann wieder belebt, ne, mit so einem Reed-Switch da. Und damit es dann funktioniert, brauchen die eine gewisse Leistung. Also brauchen einen gewissen Innenwiderstand. Wenn er zu hoch ist, klappt es nicht. Aber das Schultief, ja, das ist dann praktisch eines der ersten Entladestationen. Wenn sie ein bisschen Ladung haben, kommt das Schultief ran. Und dabei ist mir Folgendes aufgefallen. Also ich habe jetzt hier eine andere, das ist auch so ein Kandidat. Aber um es nochmal abzuschließen, hier seht ihr den Effekt jetzt jedenfalls. Na, wenn ich rangehe, leuchtet es ganz kurz auf. Und wenn ich es aber hier einen ganz bestimmten Punkt erwische, na, ja, da war es doch kurz gewesen. Ja, jetzt. Jetzt endlich. Ach. Das wurde echt viel schöner hingekriegt. Doch, jetzt. Na? Okay. Jetzt haben wir's. So. Und dann habe ich mir das im Detail mal angeguckt. Und bin auf die Klemme hier gestoßen. Und wenn ich da ganz genau hinschaue, hat es keinen richtigen direkten Kontakt damit. Ne? Also wenn ich die Klemme direkt draufsetze, wenn praktisch der Kontakt komplett an der Batterie dran ist, dann leuchtet sie nicht. Ne? Es ist ja auch richtig schön hell. Aber wenn nur so ein ganz kleines Fitzelchen, ich glaube, die Magneten haben auch irgendwie so eine Art, so ein paar Eisenfallspäne angezogen. Und die machen jetzt eine ganz winzige Verbindung. Und es reicht aus, dass die LED richtig hell leuchtet. Und ich habe dann mal die Spannung gemessen. Es zieht fast nichts aus der Batterie. Ne? Wo normalerweise so ein 0815 Schultief bei einer schon ziemlich leeren Batterie, die sofort runterzieht auf 0,7, 0,8 Volt oder so oder 0,6 Volt, da dürfte die jetzt hier noch, also ich traue mich jetzt nicht, das Messgerät ranzuhalten, weil ich ja dann den Punkt hier verschiebe und dann hat er vielleicht wieder richtigen Kontakt. Der ist über ein Volt auf alle Fälle, so wie ich es dann gemessen habe. Ja, und mit dem Hintergedanken bin ich dann dahergegangen und habe mich ein bisschen umgeguckt. Ja, am Anfang ist mir durch den Kopf geschossen, einfach einen ziemlich hohen Widerstand an die Stelle dann zu machen, wo praktisch der Minus von der Batterie kommt. Aber dann ist mein Blick auf die Diodenschachtel gefallen. Dann habe ich mir gedacht, hey, komm, probierst du erstmal eine 4007er Diode aus. Mal gucken, ob das auch schon funzt. Wir machen jetzt erstmal den Schultief so 25 mA Messbereich. Ne, das ist der 100er. 25 mA Messbereich nehmen wir. Und schließen es erstmal so an, wie wir den Schultief normal anschließen. Ne? So, okay. Da seht ihr schon. Lampe leuchtet, richtig schön hell. Und er zieht 25 mA haben wir eingestellt. Das ist gar ein Endwert 25 mA. Bei 35 zeigt es das hier an. Also muss man so bei um die 20 mA ungefähr sein. Ne? Also 1,2 Volt, 20 mA. Und die ist ordentlich hell da. So, jetzt gehen wir mal. Komm her. Vor die Diode. Genau. Mhm. Seid ihr bereit? Okay. Ich würde sagen, fast genauso hell. Ist es ein Tick dunkler? Nee, ne? Ist genauso hell. Und guckt's an. Das ist ja jetzt im 5
5 mA oder so. Ja, wenn ich hier auf den 5 mA Messbereich umschalte, ist das Blöde, dass jetzt höchstwahrscheinlich das Messgerät noch einen Haufen Energie zieht. Aber hier, ich bin im 5 mA Messbereich jetzt, also sind es 1,5 mA, so wie es hier drauf angezeigt wird. Mit 1,5 mA. Ja, und das sind ja Spulen drin. Das Ding frisst ja auch noch. Ne? Ist ja keine Batterie hier in dem Messgerät. Ich habe vorhin echt gedacht, hier, mich muss jemand zwicken. Das ist ein Traum, das gibt's doch nicht. Das ist schon ziemlich geil. Anytime we have a date, but I love her.